kennt ihr die Personen, die immer sagen, für Deutsch und Englisch Klausuren könnte man sowieso nicht lernen und deswegen lernen sie nicht? Das bin ich. Ja, Leute, ganz ehrlich, ich schreibe morgen Deutsch Klausur und das ist bis zum zu meine Ausrede, dass ich noch nicht gelernt habe. Wie schön, dass ihr hier seid. Das ist mittlerweile der zweite Part von meiner zweiten Klausurwoche. Ich würde euch raten, euch erst den ersten Part anzugucken, aber eigentlich hängt das gar nicht chronologisch zusammen, deswegen eigentlich ist es auch egal. Letzte Woche waren meine zwei Hassfächer Mathe und Bio dran, die Naturwissenschaften. Und nächste Woche, also morgen, fängt es an, Deutsch, Englisch und Politik. Ich muss sagen, so Mathe und Bio, naja, aber sprachlich liegt mir das, glaube ich. Da muss ich mir nicht so viele Sorgen machen, zum Glück. Jetzt geht die Party ab. Und wie ich gerade schon gesagt habe, schreibe ich morgen Deutsch und ich habe gefühlt noch nicht gelernt. Oh Leute, die Sache ist wirklich, bei meiner Klausurenphase, also bei meiner ersten Q1, habe ich halt wirklich Wochen vorher angefangen, habe richtig viel und richtig gut gelernt. Und diese Klausurenphase, genau das Gegenteil, weil ich dachte mir so, letztes Mal hat es nicht so gut geklappt. Also ich hatte in allen Klausuren 13 bis 15 Punkte, also die Noten waren super, aber ich hatte extrem viel Stress deswegen. Daher dachte ich mir, dass ich mir bei dieser Klausurenphase den Stress komplett rausnehme und wirklich jetzt Step by Step Klausur für Klausur lerne und auch nicht vorher anfange, für andere Klausuren zu lernen. Ich merke aber, glaube ich, dass es ein bisschen kritisch ist, dieses Verhalten, weil ich schreibe morgen Deutsch und ich habe Freitag angefangen, Freitag, also 3 Tage. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube halt wirklich, wenn man die richtigen Lernmethoden hat und das Richtige lernt, dann ist die Zeit nicht mal so wichtig. Trotzdem glaube ich, dass ich mitnehme für die nächste Klausurenphase so ein Zwischending zu machen aus meinen ersten beiden. Also nicht extrem viel früher anfangen, nicht so viel Druck machen, aber eben auch nicht so krass gechillt rangehen, wie ich es jetzt mache, glaube ich. Weil ich weiß nicht, ich kann meine Noten noch nicht, aber wir werden es sehen. Und zwar werde ich euch jetzt kurz meinen Lernplan für Deutsch zeigen. Wie lernt man für eine Deutschklausur? Wir machen dann gerade Gedichtsinterpretation und Gedichtsanalyse. Ich glaube, mein Laptop hat keinen Akku mehr. iPad. Also, wir machen gerade Gedichtsinterpretation und Gedichtsanalyse und müssen morgen ein Gedicht analysieren, das aus dem Sturm und Drang kommt und ungefähr so lang ist wie Prometheus. Das sind die zwei Parameter, die ich weiß. Und das, was mit Naturlyrik zu tun hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich morgen eine aspektorientierte Analyse schreibe und der Aspekt, den ich analysieren werde, ist die Epocheneinordnung. Deswegen habe ich mir schon Lernzettel geschrieben zu der Epoche Sturm und Drang. Auch ein bisschen was zur Aufklärung und zur Empfindsamkeit drum und dran. Viel auch über Goethe. Ich muss sagen, ich mag Goethe total. Ich habe so viel über Goethe. Ich habe ein ganzes Buch über Goethes Italienreise. Auch ein bisschen unnötig, aber ja, deswegen weiß ich relativ viel über Goethe, was ich auch einbringen kann. Und ich habe mir halt, wie gesagt, einfach so einen Lernplan gemacht. Ich mache mir nämlich immer einen Lernzettel mit allen Dingen, die ich für die Klausur wissen muss. Auf jeden Fall hier schon mal sehr viel. Nee, Spaß, ich habe das in meinen Notizen geschrieben, nicht hier bei GoodNotes. Aber ich habe da wirklich schon einige Sachen, die ich jetzt eben versuche auswendig zu lernen. Beziehungsweise ich finde halt irgendwie immer, wenn man das versteht, dann muss man nicht mehr viel auswendig lernen, weil dann hat man es auch verstanden. Muss halt gucken, bis man es dann abgerufen bekommt in der Klausur, aber das passt. Ich weiß nämlich jetzt, okay, es geht um ein Gedicht, Sturm und Drang, Epoche wichtig. Deswegen habe ich nochmal ein bisschen Recherche betrieben. Und habe mir nochmal Notizen gemacht zu anderem, so kulturellen Kontext habe ich es genannt. Zum Beispiel Malereien, die dann eben die Kultivierung der Natur ansprechen und so weiter. Industrialisierung, ein bisschen geschichtlicher Hintergrund bei der Französischen Revolution und alles habe ich ein bisschen nochmal angeguckt. Aber das weiß ich eigentlich, muss ich mir halt nur im Vorfeld nochmal so Gedanken machen, dass ich das einbringen könnte. Und ich habe mir schon eine Einleitung überlegt, weil ich finde, in Deutschtexten ist es immer schön, so eine gute Einleitung zu haben, so ein Catchphrase. Und ich mache da eigentlich entweder immer ein Zitat oder ein Zukunftsszenario oder irgendwie so einfach so ein Fact. Und ich glaube, mein Fact für morgen wird sein, weil es ist sehr wahrscheinlich ein Naturgedicht. Und dann werde ich anfangen mit Natur kommt ja von dem lateinischen Natura, von dem Nasi. Ich kann kein Lateinisch, aber auf jeden Fall ist das Latein entstehen. Und dann würde ich anfangen mit Natur, was entstanden ist. Und der Mensch ist nur Bestandteil. Diese Auffassung hatte ja auch Goethe, der Pantheist war. Und in seinem Gedicht merkt man das. Und in seinem Gedicht spiegelt es das Ganze auch wieder. Und die Aussage Natur ist ein subjektives Naturverständnis und nichts Objektives. Und das merkt man auch. Und das ist auch eine neue Hypothese. Bam. Jetzt habe ich also schon sehr viel zu der Epoche und habe mir auch schon Gedanken zur Einleitung gemacht. Was ich nicht so wirklich gemacht habe, ist so das Gedicht an sich, die Interpretation und Analyse. Ich muss sagen, so rhetorische Mittel sind doch einfach, oder? Also das kriege ich hin. Kadenzen und dann so Metrum. Ich habe keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe Metren, also das Metrum, ich verstehe das. Aber das Anwenden ist dann immer so, ich, ganz ehrlich, dieses eine Gedicht, Künstlers Abendlied von Goethe, das ist ein Jambus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Jambus ist. Aber ich habe gegoogelt und überall steht Trocheus. Nein, das
Ich betone das anders. Ich überlege gerade, vielleicht ist es doch besser, meine Deutungshypothese auf die Epoche bezogen zu machen. Ja, dann mache ich noch eine andere Deutungshypothese, aber das passt trotzdem mit der Natur. Alles super. Einfach gerade Procrastination Level hoch 1000. Ich habe gerade ein bisschen was für Deutsch gemacht, aber jetzt lese ich einfach andere Gedichte, die ich mag. Ich bin ein großer Julia Engelmann-Fan. Ich liebe ihre Gedichte und ja, ich lese gerade einfach diesen Gedichtband, ohne es zu interpretieren, aber einfach nur so, weil warum nicht? Ich rede mir gerade einfach ein, dass es ja ganz hilfreich ist, mich mit Poesie zu beschäftigen. Obwohl es halt wahrscheinlich nichts für euch ist. Aber egal. Es ist trotzdem schön. Poesie ist nie eine Zeitverschwendung. Ich lese mir gerade nochmal alle Sachen durch, die wir gemacht haben im Unterricht. Zu Naturlyrik und so. Ich lerne gerade Deutsch. Leute, unsere Lehrerin meinte, dass morgen das Gedicht entweder aus der Empfindsamkeit kommt oder aus dem Stimm und Drang. Und ich habe jetzt wirklich nur Stimm und Drang gelernt und alle Motive und eben Persönlichkeiten, also die Dichter, die Autoren und alles habe ich nur von Stimm und Drang gelernt. Natürlich weiß ich was von der Empfindsamkeit, die Strömungen waren ja auch parallel. Also meine Theorie, also damit ihr jetzt so meinen Gedanken ganz versteht, bin mir ziemlich sicher sowieso, dass es von Stimm und Drang ist. Und selbst wenn nicht, dann werde ich so argumentieren, dass es aus dem Stimm und Drang ist. Also ich werde morgen einfach die Ansicht so verteidigen, dass gleich aus dem Stimm und Drang sei. Das wird auch meine Deutungshypothese, das ist halt einfach so. Und ich werde das einfach so argumentieren, dass es halt so ist. Also, ne? Das ist ja auch eine Interpretationssache und Empfindsamkeit, Stimm und Drang ist so ähnlich, liefen auch parallel ab. Deswegen, das ist die beste Theorie, Leute. Also, das Ding ist halt, wenn ich jetzt beide Epochen krass lernen würde, dann würde ich morgen wahrscheinlich sowieso nicht wissen, welche von den beiden es jetzt ist. Also, ist auch egal, wenn ich jetzt nur eine lerne und dann einfach die so vertrete. Hier haben wir ein schönes Gedicht von Schiller. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eins von Goethe rankommt. Wenn nicht, bin ich sehr perplex. Sehr perplex. Ich glaube, eigentlich ist es von Goethe. Okay, mein Guess für morgen ist, das Gedicht wird entweder An den Mond von Goethe oder Künstlers Abendlied von Goethe. Okay, Schiller von Perlen baut sich. Von Perlen baut sich eine Brücke, hoch über einen grauen See. Sie baut sich auf im Augenblicke und Schwindel steigt sie in die Höhe. Das ist cool. Ah doch, man könnte irgendwie reinbringen, dass das lyrische Ich eben diese Perlen, die Tränen hat, weil sie muss nämlich so vulnerable und verletzbar sein, damit sie ein Originalgenie verkörpern, Selbstverwirklichung und eben Verbesserung anstreben, was ihr nur durch die Selbstreflexion und durch das Erkennen der eigenen Schwächen gelingt, denn so kann es im eigenen, aus ihrer eigenen Tragödie, ihrem eigenen Schicksal Kunst machen. Und das ist ja so ein Motiv zu Angst. Vor allem deswegen ist halt auch, ich schreibe ja auch selbst Gedichte und ich mag Gedichte voll, deswegen freue ich mich eigentlich schon, aber ich habe Angst, dass ich das Gedicht verstehe, das ist dann immer so die Sache. Guten Morgen, heute ist der Tag der Deutschklausur. Ich bin ein bisschen unter Stress. Ich will eigentlich um 30 los, jetzt ist es schon 17 nach und ich muss noch mein ganzes Essen machen und mich fertig machen. So wirklich, auf jeden Fall, oh, ich weiß nicht, was ich heute anziehen soll. Ich habe nämlich gerade halt dieses Top an, aber das ist so eng. Das ist ein anderes Gelb als das. Aber ich hatte es eigentlich rausgesucht für heute und jetzt passt das nicht. Vorbereitung ist key. Ich glaube, ganz ehrlich, ich ziehe einfach ein anderes T-Shirt an und vielleicht ziehe ich danach das Top an und was. Vielleicht, ich ziehe mich einfach um in der Schule, das geht auch. Aber heute ist wirklich in der Klausur was Bequemes anzuziehen, weil es juckt auch keinen, wie man in der Klausur aussieht. Aber es muss halt schon irgendwie bequem sein, deswegen ich ziehe mich jetzt um und nehme das Top dann einfach mit, dann kann ich nach der Klausur dieses Top anziehen. Also ich habe mich jetzt umgezogen, das sind meine Handschuhe fürs Fahrrad, fahre ich heute nicht mit Fahrrad, deswegen muss ich auch ein bisschen früher los. Meine Gedanken, ja, ganz gut, also ich habe eigentlich relativ jetzt viel für Deutsch gelernt. Also ich meine, weil ich sonst nicht so viel für Deutsch lerne, eigentlich nichts. Ich kann das, ich kann das, natürlich kann ich das, ist ja logisch. Let's go. Das ist ja sehr schlau. Das auch, sowieso. So bin ich. So Charakter. So cool. Okay. Extrem süß, oh mein Gott. Ja, das war ein geschäftliches Anliegen, dass ich da war. Ja. Und dann hat er mir nur geholfen. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ich finde es sehr schön, dass ihr euch so gut versteht. Ja.
Ja. Okay, das akzeptieren wir jetzt mal. Sowieso. Moment, aber wusstest du, dass einfach in Südafrika ein ganzes Kapitel darüber, und zwar, dass einfach die Menschen dort... Hey Leute, auch mit diesem Haarband auch noch. Sieht man gar nicht mehr, weil es so schwarz ist. Meine beste Freundin ist gerade bei mir. Ich kann sagen, dass das Haarband super aussieht. Dankeschön, das ist voll der gute Input für das Video. Ja. Das macht vielleicht besser. Und sie lernt gerade für ihr Politik-Abitur, was sie morgen schreibt. Und ich habe eine Buchempfehlung. Genau, und ich habe ihr zwei Bücher gebracht. Ich habe sogar Sachen unterstrichen, aber nicht von dir. Doch, doch, doch. Oh mein Gott, doch. Ich habe es von dir. Doch. Das habe ich immer. Ja, doch, das ist von mir alles. Diese Notizen sind von mir. Immer was zu kritisieren, so. Sie hat immer was zu kritisieren, deswegen, egal was ich mache, es gibt sowieso Kritik. Deswegen muss ich gucken, was das kleinere Übel ist. Neben dem Binnenmarkt haben wir ein Demokratiedefizit im europäischen Parlament. Oh mein Gott, darüber haben wir so viel geredet. Ja, ja. Dann haben wir ein Transparenzproblem. Hi Leute und guten Morgen. Ich habe extrem viel Stress. Ich habe mich gar nicht gemeldet. Es tut mir so leid. Ich würde euch nachher alle Updates geben. Ich habe heute meine Englischklausur. Und ich werde euch von Deutsch nachher noch erzählen. Ich muss mich jetzt ganz kurz auf Englisch vorbereiten. Ich halte mich heute auch noch 90 Minuten Vortrag. Und ich habe keine Pause zwischen diesen Sachen. Auch wirklich einfach sehr toll. Super gelegt. Aber naja, Englisch ist sowieso nicht schwer. Das wird easy. Und jetzt mache ich gerade mein Outfit. Weil wir für den Vortrag so Matching Outfits haben. Ich versuche es so ein bisschen locker zu machen. Und es ist so stressig. Ah, ich musste gestern noch die ganze Zeit mit einem Freund alles vorbereiten. Am Montag haben wir uns auch noch getroffen, haben anderen Kumpels alles so vorgestellt, damit er sagt, wie das ist. Und heute wird ein guter Tag. Ich habe auch gar keine Angst, muss ich sagen, weil Englisch ist easy. Mein Zimmer ist wieder ein bisschen unaufgeräumt. Klausurenphase. Ich werde jetzt meinen Stirnband anziehen. Wir machen heute, wie gesagt, Partnerlook. Und er hat halt auch so ein Stirnband. Deswegen mal gucken. Sieht man was? Ergibt das Sinn? Let's go! Wir schaffen das. Hi Leute, ich bin fertig mit meinem Leben. Ach, was soll ich sagen? Also, mittlerweile ist es Donnerstag, morgens meine letzte Klausur, meine Politikklausur. Aber ein Ende der ganzen Aufgaben ist auch nicht in Sicht. Am Samstag habe ich mein Cambridge C1-Examen. Dann habe ich am Montag einen Englisch-Vortrag, am Dienstag einen Musiktest. Ich muss noch ein 15-Seiten-Projekt in Bio abgeben. Ich habe am Dienstag auch noch eine Unterrichtsstunde in Sport, die ich vormachen muss. Es ist... ganz viel und ich bin ganz gestresst und ich habe Kopfschmerzen, ich habe wenig geschlafen. Ich glaube, ich bin nicht so schlecht dran wie viele meiner Schulkassenkameraden. Es geht noch so, weil ich bin sehr froh, dass ich so gute Lernmethoden habe und mir mittlerweile nicht mehr so viel Stress mache, sondern ja, schon auf meine guten Lernmethoden vertrauen kann und gut vorbereitet bin auf alle Klausuren und so. Aber es ist halt einfach trotzdem viel. Also ich habe diese Woche 3 Klausuren, 2 davon Leistungskurse. Also das, was ist das? Und ich habe mich deswegen gar nicht gemeldet, weil ich die Zeit einfach wirklich genutzt habe, um zu lernen oder um zu schlafen. Und ich habe da irgendwie echt wenig mitgekommen, weil ich halt nicht so viel erzählen konnte. Sorry dafür, es ist irgendwie sehr chaotisch. Ja, also um von meiner Deutschklausur zu erzählen, die war gut. Also ich traue mich gar nicht zu sagen, dass die gut war. Weil ich Angst hatte, dass ich mich enttäusche und dann irgendwie doch so 8 Punkte habe oder so. Und mein Ziel ist eigentlich schon 13. Also mein Ziel war eigentlich 13 für jede Klausur. Aber ich glaube, ich werde nochmal zu meinen Noten ein extra Vlog machen. Ja, ein extra Video machen generell. Weil ich habe meine Klausur schon zurückbekommen und ich möchte dazu gerne mal mehr sagen zu der Note. Deswegen glaube ich, ich mache nochmal so ein ganzes Video mit so Reaktionen auf Noten und Talk und alles. Und ja, die Deutsche war gut. Also ich habe sehr viel geschrieben. Ich glaube 1000 Wörter oder so. Und es war das Gedicht Mein Lied. Also nichts, was ich vorher antizipiert hatte. Aber war okay. War gut. Ich glaube, ich habe viele richtige Dinge schön geschrieben. Vor allem, ich komme mal so nach Hause und meine Mutter ist so, Lara, wie siehst du denn aus? Du siehst so fertig aus. Ja. True. Ach ja, Englisch habe ich auch noch geschrieben. Englisch war auch gut. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war okay. War gut. Doch, war gut, ja. Geschichtsvortrag. War okay, war gut. Meine differenzierte Argumentation. Aber ich habe einen Spanisch-Test zurückbekommen und 15 Punkte. Yeah, Motivation. Oh mein Gott, meine Augenringe. Oh mein Gott. Ich muss aber auch einfach sagen, ich glaube, es geht einfach nicht. Ich glaube, es geht einfach nicht, dass man in diese Klausur reingeht und zu jeder Klausur mit 100%iger Energie da sitzt. Es geht einfach nicht. Meine Haare gehen auch nicht. Weil ich hatte Montag eine Klausur, Mittwoch und Freitag Leistungskursklausuren. Alles in einer Woche. Alter, wo habe ich so krasse Augenringe? Hä, ich habe diese Nacht 7 Stunden geschlafen. Hä, ist noch nicht mal wenig. Hä, ist es meine Mascara, die verschmiert ist oder so?
Auf jeden Fall crazy. So krasse Augenringe habe ich eigentlich nicht. Nee, alles ist gut. Also ich mache mir jetzt auch nicht so krass viel Stress. Es war alles bisher okay. Ich habe sehr Angst. Nicht vor der Klausur morgen, sondern vor meinem Cambridge-Test am Samstag. Ich mache einfach gerade, ich gebe gerade mein Bestes. Ich mache gerade schon das Beste. Und ich glaube, es gibt auch gerade keine besseren Methoden. So, weil ich glaube, es geht einfach nicht. So, ich hatte in dieser Woche diese drei Klausuren. Direkt nach der Englischklausur 90 Minuten Vortrag. Das ist einfach viel. Das ist einfach viel. Und so, das geht halt einfach nicht besser. Und das ist auch okay. Muss ich jetzt akzeptieren. Das ist halt echt blöd von meiner Schule gelegt oder von dem Land gelegt, wie auch immer. Aber ist jetzt halt einfach so, ne? Müssen wir jetzt einfach akzeptieren? Aha, okay. Es muss akzeptiert werden. So Leute, ich mache mir jetzt wieder einen Lernzettel. Ich weiß schon ungefähr die Aufgaben, die morgen rankommen. Eben AFB 1, 2, 3. Das ist ja relativ logisch und ich werde jetzt mal versuchen, mir dazu Notizen zu machen. Leute, genau das ist meine Angst, dass in der Klausur passiert. Und deswegen nehme ich immer 1000 Stifte mit. Wie schön, dass ihr da seid, na? So, Freitag war Politik. Politik war okay. Ich frage mich, warum ich so viel lerne. Irgendwie kommt nichts rein bei dem, was ich lerne. Weil ich habe irgendwie, also ich meine, ich habe noch nicht mal viel gelernt. Ich habe ja vor jeder Klausur 2 Tage vorher angefangen. Das habe ich das Gefühl, ich habe relativ viel gelernt. Und in der Klausur wurde gefühlt immer nichts abgefragt. Also das ist voll weird. Irgendwie ist total viel Quellenarbeit einfach nur. Man muss sein eigenes Wissen nur sporadisch anwenden. Das nehme ich mit, einfach nicht lernen. Nee, Spaß. Die Klausur war okay. Das Einzige, was ich aus diesem Vlog, aus diesem zweiten Vlog ziehe, ist einfach nur, dass alles ein großes Chaos ist. Ich glaube, es gab noch nie vor meinem Kanal so ein unordentliches Video, so ein chaotisches, wo ich so wenig wie möglich, wo ich einfach weird war, ne? Aber nichtsdestotrotz, das ist einfach Realität. Nein, eigentlich ist es nicht Realität. Also ich meine, wenn ich sagen würde, dass das jetzt meine Realität immer ist, wäre das gelogen. Das ist einfach eine Realität, die manchmal da ist, gerade wenn ich eine Klausurenphase habe. Aber ich meine, das ist jetzt nicht repräsentativ für alles in meinem Leben, natürlich nicht. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Die letzten zwei Wochen waren sehr anstrengend und deswegen war ich auch so ein bisschen durch mit meinem Gedanken und alles und ja, ich musste viel lernen. Ich hatte gestern auch noch Cambridge, oh mein Gott. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich werde, wie ich auch schon bereits angepriesen habe, eventuell noch mal ein Video machen zu meinen ganzen Noten, falls sie da sind, weil ich noch zu 2 Klausuren was sagen möchte, aber dazu ist was sage, wenn die Noten dann noch da sind. Und ja, Leute, ich möchte generell noch so ein Video machen zu Noten. Also vielen Dank fürs Angucken. Ich hoffe, ihr habt trotzdem vielleicht ein paar Tipps mitgenommen oder habt es zumindest als unterhaltend empfunden. Falls ihr ein paar wirklich gute, hochqualitative Videos sehen wollt, guckt gerne auf meinem Kanal vorbei. Vielleicht nicht meine Vlogs, vielleicht meine Tipps-Videos, denn die sind wirklich gut. Bis dann, Leute.